Glyphosat. Dieser Begriff sorgt seit einiger Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Leider nicht im positiven Sinn, denn das Pflanzenschutzmittel steht im Verdacht, Krebs auszulösen. In Hannover haben sich im Agrarausschuss des Landtages Experten mit dem Mittel befasst. Die Fraktionen waren danach ausnahmsweise einmal einig. Sie beurteilten den Wirkstoff kritisch und halten die Gesundheit der Bürger für wichtiger als den wirtschaftlichen Gewinn durch das Mittel. Dem BUND geht das aber nicht weit genug. Er fordert gerade jetzt, kurz vor der neuerlichen Zulassung des Mittels, konkretere Positionen. Und dazu begrüße ich jetzt Tilman Uhlenhaut vom BUND. Herr Uhlenhaut, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was macht denn ausgerechnet Glyphosat so gefährlich? Also Glyphosat ist der Wirkstoff, der auf der Welt am meisten verkauft wird und eingesetzt wird. 700.000 Tonnen nur der Wirkstoff weltweit, eine riesige Menge, die in die Umwelt gebracht wird. Und jetzt wissen wir durch die Weltgesundheitsorganisation, dass dieser Stoff wahrscheinlich krebserregend ist. Das heißt, wenn damit gedüngt wird, nehme ich letzten Endes Produkte auf, die auf diesem gedüngten Boden wachsen. Ja, das ist ein Pflanzenschutzmittel. Der Bauer setzt es ein, um Pflanzen auf seinem Acker zu töten, also Unkräuter zu töten oder ungewünschte Pflanzen zu töten. Und er setzt es aber auch ein, unmittelbar teilweise vor der Ernte. Wir bekommen es über das Lebensmittel mit. Und wir finden es halt im Urin, wir finden es in der Muttermilch. Es ist überall vertreten und das macht die Sache natürlich zusätzlich gefährlich. Bei der Expertenrunde im Agrarausschuss des Landtages ist das Mittel kontrovers diskutiert worden. Vielen scheint es alternativlos zu sein und wieder andere sagen, es wäre doch nicht so gefährlich wie angenommen. Was stimmt denn nun? Also es gibt einen Widerspruch. Das Bundesamt für Risikoforschung sagt, es könnte wieder zugelassen werden. Die Weltgesundheitsorganisation, wie gesagt, sagt, es ist gefährlich. Wir schätzen das eher so ein wie die Weltgesundheitsorganisation. Und wir glauben, dass eine gute ackerbauliche Praxis wieder einkehren muss, sodass man auch auf solche Pflanzenschutzmittel in Zukunft oder auf solche Pestizide verzichten kann. Wieder Zulassung durch die EU, das Stichwort ist eben schon gefallen. Glyphosat steht vor dieser Wiederzulassung. Was fordern Sie, der BUND, jetzt von der Politik? Wir wollen natürlich Glyphosat als ein Pflanzenschutzmittel kritisch hinterfragt sehen. Wir brauchen konkrete Reduktionsziele, damit dieser Wirkstoff immer weniger eingesetzt wird. Dazu sind wir auch bereit, durchaus mit der Landwirtschaft zusammen konstruktiv zu diskutieren, welche Maßnahmen, welche Schritte sinnvoll sind. Und da warten wir im Grunde jetzt noch auf weitere Angebote, auch durch die Politik. Wie sieht es denn mit Alternativen aus zu Glyphosat? Natürlich gibt es Anbaumethoden, die auf solche Pflanzenschutzmittel, auf Pestizide verzichten. Das ist zum Beispiel der ökologische Landbau. Aber wenn man jetzt ganz bestimmte Einsatzfelder dieses Glyphosates sieht, könnte durch ganz bestimmte Bodenbearbeitungsschritte auf das Abtöten der Pflanzen insgesamt verzichtet werden. Wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass Ihre Forderungen umgesetzt werden? Denn beim Einsatz von Glyphosat geht es ja auch um wirtschaftliche Interessen. Mittlerweile geht die Gesellschaft, zeigt ein Rieseninteresse. Die Menschen gehen auf die Straße für andere Lebensmittel. Wir haben eine gesellschaftliche Situation, dass die Landwirtschaft auf Dauer diese Art von Pflanzenschutzmitteln nicht mehr einsetzen werden kann, weil die Gesellschaft es nicht will. Also wir rechnen uns gute Chancen aus. Aber wir sind auch eben, wie gesagt, bereit, Schritte dazu gehen, um den Übergang für die bäuerliche Landwirtschaft zu erreichen. Was kann ich denn als Verbraucherin tun, um mich vor Glyphosat zu schützen? Ja, man kann natürlich Produkte des ökologischen Landbaus auswählen, die verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und damit auf Glyphosat. Und man kann natürlich auch versuchen, stärker dort zu kaufen, wo die Produkte auch erzeugt werden und dort zu fragen, wie denn auch gewirtschaftet wird. Also auf dem Wochenmarkt? Auf dem Wochenmarkt nicht, auf dem Bauernmarkt vielleicht, auf dem Wochenmarkt auch okay, regionale Produkte zu hinterfragen und auch durchaus die Bauern zu hinterfragen, wie sie denn zum Beispiel ihr Getreide anbauen, ob sie Glyphosat verwenden oder nicht. Tilman Uhlenhaut vom BUND zu Forderungen, den Einsatz von Glyphosat zu reduzieren. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank.